In diesem Video besuche ich einen Campingplatz. Seit vielen Jahren macht hier niemand mehr Urlaub und alles wurde einfach zurückgelassen. So, ich bin angekommen, Leute. Ich muss noch ein kleines Stückchen jetzt laufen. Ja, das Wetter könnte etwas besser sein für diese Erkundung, aber naja, sind ja keine Schönwetter-Urbexer, ne? Also, let's go. Ich befinde mich jetzt auf der Straße, wo der Campingplatz entlang führt. Muss ich das quasi so vorstellen. Hier die eigentlich öffentliche Straße und links und rechts der Campingplatz. Oh, ich muss Kapuze aufsetzen. Es ist wirklich, wirklich sehr, 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 sehr kalt und sehr windig heute. Ja, Luftaufnahmen kann ich leider von diesem Ort nicht machen, weil dieser Campingplatz befindet sich in einem Nationalpark und dementsprechend ist es verboten, hier mit der Drohne zu filmen. Die Freunde des Vandalismus haben wieder zugeschlagen. Mehr muss man, glaube ich, zu den Fenstern nicht sagen. Das kennt doch noch jeder von uns, ne? Die gute alte Telefonzelle. Also für alle, die es nicht mehr kennen, das ist quasi ja, ein Festnetzanschluss gewesen, den man halt gegen Münzeinwurf... Oh Mann, ich hätte nicht gedacht, dass ich eines Tages mal den Sinn einer Telefonzelle erklären werde, aber es gibt ja einige Zuschauer, die etwas jünger sind und die vielleicht das gar nicht mehr kennen. Hier sind nochmal die wichtigsten Telefonnummern zu sehen und die Länderkennzahlen Europas. Es gab sicherlich hier auf dem Campingplatz auch Gäste, die vielleicht aus anderen Ländern kamen. Und dementsprechend musste man halt die Vorwahl berücksichtigen. Und hier waren früher die Telefonbücher noch drin, ne? Konnte man so hochfahren und dann ausklappen. Und dann waren da die dicken, fetten Telefonbücher, wo man dann gucken konnte, wen möchte man denn eigentlich anrufen. Heutzutage einfach mal eben nach einer Telefonnummer googeln. Ja, das war damals halt noch nicht so der Fall gewesen, ne? Sieht auf jeden Fall sehr, sehr wüst hier aus. Hier ist noch ein Mobilheim. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, ne? War früher sicherlich sehr schön eingerichtet gewesen, das Mobilheim. Aber jetzt mittlerweile komplett zerstört natürlich. Wie kann es anders sein? Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie man am besten gucken kann. Weil das Ganze ja rechts und links halt weggeht. Ich glaube, wir gehen erstmal einmal hier links hinter der Telefonzelle gucken, was da ist. Und dann schauen wir uns einen anderen Bereich an. Das sieht sehr unheimlich aus, Leute. Hier war mal eine Bank mit Tischen. Und hier war auch ein Stellplatz. Aber hier hat derjenige, der den Stellplatz hatte, offenbar seinen Wohnwagen abgezogen, ne? Schöner kleiner Wohnwagen mit zwei Schlafplätzen. Da war vermutlich, würde ich mal schätzen, eine Toilette drin. Das sieht doch mal richtig, richtig apokalyptisch aus, Leute, oder? Also ich finde, dass der Weg noch echt gut aussieht, ne? Schaut mal. Eigentlich müsste man ja meinen, wenn das schon fast 10 Jahre verlassen ist, dass hier so hoch Unkraut wächst, oder? Ja, wobei, da unten sieht es schon anders aus. Ich weiß halt auch nicht, ob vielleicht hier die Wege noch genutzt werden. Vielleicht von einem Bauern oder so. Hier ist nämlich auch sehr viel Grünfläche. I don't know. Hier kommen wir auf jeden Fall zu einer großen Wiese, die offenbar auch als Spielplatz genutzt wurde. Hier läuft auch direkt ein Bach lang, also eigentlich sehr, sehr schön hier. Noch eine Telefonzelle. Ist ja krass. Basketballkorb. Und hier weitere Mobilheime. Das sieht hier schon so ein bisschen gemäht aus, ne? Wobei man nicht mehr glauben mag, dass hier die Bank noch genutzt wird, oder? Aber vielleicht kommen ja hier Angler vorbei, die hier an dem Fluss vielleicht angeln. Das könnte ja möglich sein. Ne? Vielleicht war das hier auch eine Zeltwiese früher. Das könnte ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen. Wird irgendwie so ein bisschen passen, ne?
direkt so am Wasser. Reichlich Plätze für Zelte wären hier auf jeden Fall. Und hier im oberen Bereich dann womöglich die Gäste, die halt einen festen Stellplatz hatten mit ihrem Mobilheim oder mit ihrem Wohnwagen, würde ich jetzt mal so vermuten. Ich frage mich halt wirklich nur, warum manche ihr Mobilheim einfach haben stehen lassen. Ich würde mal schätzen, der Abtransport wird sich für einige nicht gelohnt haben und deswegen stehen hier auch so viele Mobilheime noch rum, ne? Hier ist noch eine Parzelle. Nummer 75 mit Vorzelt und Mobilheim. Die hätten sogar noch einen richtig schicken Grill gehabt. Tja, aber alles komplett auseinandergenommen worden. Da vorne steht jetzt noch ein Mobilheim. Das sieht richtig apokalyptisch aus, wie das da so steht. Schaut euch das mal an. Die Natur hat sich hier komplett zurückgekämpft. Alles zugewachsen und mittendrin einfach hier dieses verlassene Mobilheim. Ich bin immer gerade am gucken, wie kommt man denn da am besten hin? Es ist so zugewachsen. Müsste ich schon durch einen kleinen Wald laufen. Ja, hier ist, glaube ich, ein bisschen angenehmer zu laufen. Boah, krass. Es hatte echt mal eine richtig schöne Lage gehabt, ne? Direkt hier am Fluss. Auch ein sehr geräumiges Mobilheim, finde ich. Das hätte sich doch lohnen müssen, dieses Mobilheim hier abzuziehen, oder? Schaut euch das mal an, das sieht doch echt gut aus. Und es sieht noch gut aus, obwohl es schon so viele Jahre jetzt hier verlassen rumsteht, ne? Boah, richtig schöner Ort hier, wirklich. Die hat eine traumhafte Aussicht gehabt. Sowas von schön. Richtig, richtig schön. Da hinten sieht so aus, als wenn da irgendwas Fälliges liegen würde. Ist das ein kleiner Hund oder was ist das? Ich muss mal gucken, was das ist. Das sieht irgendwie total unheimlich aus. Muss nur echt ein bisschen aufpassen. Hier ist nämlich sehr, sehr alles so modrig. Boah. Nee, das sieht so aus wie so Salz oder so. Guck mal. Oh, ich dachte schon, da ist irgendwie ein kleiner Hund oder eine kleine Katze gestorben oder so. Puh. Naja, komplett umsonst durch die Matschepampe gelaufen. Die hatten richtig schön das hier abgesperrt gehabt, ihr Vorzelt, mit einer Tür. Boah, kommen gerade erstmal, boah, ganz viele Mücken mir entgegen. Es riecht auf jeden Fall sehr moderig hier drin. Aber das denke ich mal auch logisch. Hier ist Feuchtigkeit reingekommen. Da, der ganze Boden ist auch komplett nass. Aber es sah echt mal sehr gemütlich aus, ne? Die hatten sich hier in dem Vorzelt, was sie ausgebaut hatten, eine schöne Küche reingemacht. Hinten dann wahrscheinlich die Schlafgelegenheiten. So, machen wir mal wieder die Tür zu. Die Parzelle scheint aber auch zugleich das Ende von dem Campingplatz gewesen zu sein, weil da hinten geht es offensichtlich nicht mehr weiter. Ja, das bedeutet, ich gehe jetzt mal den ganzen Weg wieder zurück, um dann mal oben den anderen Bereich von dem Campingplatz zu sehen. Da scheint es auch noch ein Haus zu geben. Ich würde mal vermuten, da war wahrscheinlich die Rezeption vom Campingplatz. Vielleicht hat auch der Eigentümer damals da gewohnt. Das können wir uns erstmal alles anschauen. Hier ist noch ein Gebäude, das ist im Rohbau. Vielleicht wollten die ein bisschen expandieren. Vielleicht diesen kleinen Campingplatz noch ein bisschen erweitern mit einem kleinen Restaurant oder so, ne? Sieht für mich auf jeden Fall so ein bisschen danach aus. Gehe erstmal jetzt die Straße hier nochmal bis zum Ende durch, um zu gucken, was da noch so ist. Und dann schauen wir uns hier den Bereich nochmal genauer an. Das sieht für mich auf jeden Fall so aus, als wenn hier noch Fahrzeuge langfahren würden. Ach, du glaubst es nicht, ist da hinten noch ein Haus? Wohnen hier noch welche? Ach,
Hier wohnen noch welche. Okay. Ach du Scheiße, ist das unheimlich. Da hinten scheint auf jeden Fall ein Haus zu sein. Da ist eine Kette. Das Haus sieht jetzt gerade auf den ersten Blick für mich jetzt nicht verlassen aus. Warum habe ich denn das gerade nicht gesehen, wo ich da unten war? Ja gut, da werde ich jetzt auch nicht hingehen, auch nicht stören. Krass. Oh mein Gott. Vielleicht wohnt da aber auch noch der Eigentümer. Das könnte natürlich gut möglich sein, ne? Dass da hinten noch der Eigentümer wohnt. Oh, okay, krass. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier ist noch ein weiteres Chalet. Und da hinten auch. Aber das sieht da hinten sehr aus, als wenn es da vielleicht gebrannt hätte. Heutzutage würde man das wahrscheinlich Tiny House nennen, oder? Ist schon schick. Ach, guckt mal hier. Also jetzt auf jeden Fall gebrannt. Das sieht man ja hier an den Rußspuren. Ah, da haben die einfach einen Wohnwagen verkleidet, ne? Krass. Also irgendwie ist es für mich nicht nachvollziehbar, dass hier einfach diese Bauruine zurückgelassen wurde. Also ich verstehe es irgendwie nicht, ne? Es gab ja Sicherheitsbedenken. Das Ganze war hier nicht mehr wirklich sicher gewesen und dementsprechend wurde hier halt auch die Erlaubnis entzogen, das Ganze hier weiterzuführen. Aber warum hat man nicht einfach versucht, diesen Campingplatz zu retten? Ich check's irgendwie nicht. Stattdessen einfach sich selbst zu überlassen, ist schon echt krass. Ja, und dem Gebäude würde ich mal vermuten, war früher die Rezeption gewesen. Hier gab es auch noch einen kleinen Spielplatz. Auch sehr süß. Einen kleinen Sandkasten. Ja, da oben sind einfach noch mehr Mobilheime. Ist das krass. Ceiling fan blowing cold breeze on your body. I can't tell you really what it is, but you got it. Make up in the morning, you got dresses in your closet. Hier gab es offenbar auch eine Pizzeria und ein Bistro. Ob das vielleicht hier drin war? Ich habe eigentlich gedacht, das wäre hier die Rezeption und die Anmeldung. Liegt noch das Schild? Also wenn es eine Pizzeria war, dann war es halt wohl eine Pizzeria, wo man vermutlich einfach nur was mitgenommen hat und das dann auf der Parzelle gegessen hat, würde ich mal vermuten. Schaut mal, hier ist noch eine Preisliste. Korn, Lemon, Lemoncello, Amaretto. Ach, schaut mal hier. Hier sind noch die Snacks. Currywurst mit Pommes für 3,50 Euro. Rinderroulade mit Pommes für 7,50 Euro. Strammer Max, 3,50 Euro. Die wollten so ursprünglich ja mal ein größeres Restaurant bauen und deswegen halt da hinten der Neubau von dem Gebäude. Boah, es hört sich jedes Mal so an, als wenn gleich ein Auto hier angefahren kommt, ne? Mit dem Wind und alles. Hier sind auf jeden Fall noch mehr Parzellen, Leute. Hier. Wohnwagen, der zurückgelassen worden ist. Mobilheime, wunderschön mit einem Vorzelt. Hier der Bereich, auch super verwahrlost. Also hier haben die Eigentümer der Wohnwagen sich auch nicht mehr die Mühe gemacht, die Wohnwagen abzuziehen, sondern haben sie einfach direkt hier stehen lassen. Das sieht echt wirklich sehr postapokalyptisch aus, oder? Was meint ihr? Das war mal Parzelle 84. Das war sicherlich mal richtig schön. Ne? Hier so eine kleine Terrasse haben sie sich hier gebaut. Hier vorne noch so ein Pflanzkübel, Geräteschuppen. Hier ein richtig schöner Ausbau vom Vorzelt. Sogar mit Holzfenster. Und das sind sogar Thermopanfenster. Also nicht irgendwie was Günstiges. Die haben hier richtig Geld investiert, die Camper. Und haben es dann aber trotzdem stehen lassen. Auch sehr schön gemacht mit dem Eingangsbereich hier. Hier konnte man seine Schuhe ausziehen und erst dann ist man hier ins Vorzelt gelaufen. Ja, auch noch echt richtig, richtig schön. Und hier ist noch eine Bildzeitung aus dem Jahr 2013. Die Bildzeitung war von August 2013 und das passt ja, weil
2013 ist der Campingplatz hier aufgegeben worden, aber der Brand war im Januar gewesen. Also scheint es so, dass vielleicht final die letzten Nutzungen oder die letzten Möglichkeiten für die Eigentümer, um ihre Mobilheime, Wohnwagen zu nutzen, der Sommer war, also Sommer 2013. Hinter der Wiese befinden sich schon Wohnhäuser. Ja, ist halt alles irgendwie so mittendrin halt der Campingplatz, ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er wirklich, wirklich schön war. Also für Dauercamper und auch vielleicht für so Zeltcamper, ne? Also ich vermute immer noch, dass halt unten am Fluss die Wiese vielleicht so eine kleine Zeltwiese war. Schaut euch mal an, was hier für ein krasser Trampelpfad ist zu dieser Parzelle. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass vielleicht die Dorfjugend das Ganze hier zum Chillen, wie man ja heutzutage sagt, nutzt. Ne? Hier ist auch noch ein weiteres Wohnmobil, was komplett zugewachsen ist. Schaut euch das mal an. Das sieht doch auch richtig krass aus. Die hatten hier mal schön Schatten gehabt mit den Bäumen. Und jetzt hier alles mit Moos bedeckt. Boah, das sieht so unheimlich aus. Ne? Da möchte ich auf jeden Fall nicht gucken gehen. Es ist eh ein bisschen spooky hier, weil durch diese ganzen Geräteschuppen, die leer sind, die ganzen Wohnwagen, die ganzen Mobilheime, die leer stehen, überall zieht der Wind durch. Man hört immer irgendwelche Geräusche. Und das Ganze ist natürlich ein bisschen unheimlich, wenn man hier so alleine langläuft und halt nicht weiß, was höre ich da gerade. Ne? Was mir aufgefallen ist, hier stehen überall Kühlschränke vor den Parzellen. Da drüben bei der Parzelle steht auch der Kühlschrank. Vielleicht sollten die Kühlschränke vor den Parzellen gestellt werden, damit die entsorgt werden. Das ist natürlich Sondermüll. Ich frage mich gerade, gab es hier vielleicht mal einen Plan, was aus den ganzen Mobilheimen und den ganzen Wohnwagen passieren sollte? Sollten die abgezogen werden? Hatten die Eigentümer vielleicht für die Entsorgung auch bezahlt, aber die Entsorgung hat nicht stattgefunden? Fragen, die sich wahrscheinlich jetzt nicht mehr klären lassen. Ne? Hier ist so ein Stromkasten. Hier hatte jeder Parzelleninhaber seinen eigenen Stromzähler. Dementsprechend konnte dann auch immer genau abgerechnet werden, wer wie viel Strom verbraucht hat. So, ich denke, wir haben alles an der Stelle gesehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall noch einen Daumen da. Schreibt da unten noch einen Kommentar und Abo nicht vergessen für mehr solcher Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao.